Und wieder von vorne. Ach, Mann. Musst du jetzt die ersten auch nochmal töten? Ja, natürlich. Viel Erfolg. Danke. Ich habe einen Pfeil. Hm. Vielleicht ziehe ich den mal. Oder mach ich. Wenn man einen lautlosen Kill macht. Ja. Wenn du triffst. Das ist halt dann wieder nur eine Sache, ne? Könntet ihr bitte nicht euch gegenseitig wegschieben? Weißt du übrigens, was wunderbar ist? Licht, was gefunden? Dieter, suchen wir weiter. Hm, was denn? Es ist mittlerweile wieder kühl. Ja. Scheiße. Jetzt macht das Leben noch alle drehen. Ich auch. Ich vermute noch einmal dieses Jahr kommen nochmal so 3-4 Wochen eine komplette Hitzewelle, wo es nochmal 30 Grad werden. Vermutlich jetzt im September. Möglich. Ach ja. Dann entdeckt mal eure Leiche. Oh, verdammt! Wir teilen! Und jetzt sind wir im Boden. Suchen sie wieder. Okay, der da hinten hat mich nicht mitgekriegt. Perfekt. Jetzt schaut er nach seinem Kumpel und das ist sein Ende. So. Wirklich jetzt auf die Entfernung gesehen. Ich eigentlich 60. Tja, was weiß ich denn? Ja, halt Tempo. Ich glaube, Fertigungszeit ist für das Unnötigste überhaupt. Ja. Ich meine, wann entscheidest du dich mal bitte mitten im Kampf? Oh, ich glaube, ich muss jetzt nochmal ein Medikit fertigen. Tja, keine Ahnung. Die ganzen Item-Dinge sind nutzlos, auch das mit dem Messermeister und sowas. Was machst du da? Hast du gerade gesehen? Ich hab grad nicht irgendwo bis was zum Teufel? Er ist einfach mal kurz so ein bisschen den. Ja. Den Weg abgegangen. Hat sich gefreut. Oder was? Scheiße!
Er hat sein Leben genossen. Nein, er ist den Laternenfall hochgeklettert. Er ist den Laternenfall hochgeklettert. Ja. Na, solange wie er Spaß hat. Allerdings nicht klettern direkt, sondern er ist halt geradeaus gelaufen und dabei nach oben. Ah. 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 Verstehe. Du weißt schon, wie man das halt so macht. Also, ich weiß ja nicht, aber ich laufe auch immer die Wände geradewegs hoch. Das ist ja nicht mal nur eine Wand gewesen. Bei einer Wand wäre es ja noch mit einem gewissen Speed vielleicht möglich gewesen, aber ein Laternenfall. Na, er hat sich einfach gedacht, das ist kein Problem. Ich habe noch nie was von Physik gehört, das gilt für mich also nicht. Schwerkraft, was ist denn das? Dieses Konzept sagt mir nichts. Gilt ab sofort nicht mehr für mich. Wie was? Haftreibung? Was soll denn das sein? Brauche ich nicht. Natürlich sieht er mich. Oh Mist! Ah, er hat mich direkt bemerkt. Ich versuche mal Position zu wechseln. Ach du Scheiße, wie viele sind das plötzlich? Ich hab 4 gesehen. Ich auch. Das ist das Problem. Das sind zwei, kann man doch leicht erledigen. Das sind 2 zu viel. So führt er erstmal 2, dann sind es genau richtig viele. Echter gesagt als getan. War da wer? Also ich habe niemanden gesehen. Achtung ist gut. Denn du wurdest angeschossen, deshalb. Kommt's bloß. Ja, natürlich. Das war wieder ein Ultra-Instinct-Move. Möchtest du aber sagen, deine Gegner haben den Ultra? Ja. Weißt du, selbst wenn die gestaggert sind von meiner Combo, können die einfach manchmal sagen, ja, also ich könnte übrigens jetzt ausweichen und dann stirbst du. Ultra-Instinkt. Obwohl sie sich eigentlich nicht bewegen können sollten, tun sie es einfach trotzdem. Bitte aber keine Spoiler für alle, die Dragon Ball Super noch sehen wollen. Wir sagen, jetzt bist du jetzt derjenige, der gespoilert hat, weil unter dem Begriff Ultra Instinkt kann man sich normalerweise nichts besser vorstellen, als dass es ein Instinkt ist. Du hast jetzt gesagt, dass es mit Dragon Ball Super zusammenhängt. Dann piept das raus. Ich weiß gerade nicht, wie ich das machen kann mit meinem Renderprogramm. Okay, dann Achtung bitte, reist alle in die Zeit zurück und haltet euch selbst die Ohren zu. So siehst du, Problem gelöst. Ach du Scheiße! Verteidigung!
ob sowas wie ein Ultra-Instinkt auch in D&D gibt. Bezweifle ich. Der andere sollte mich nicht sehen. Er fragt schon wieder, ob er was gefunden hat, okay. Was, er guckt jetzt. Was ist so? Ich verarsche, wieso hat er mich jetzt fast gesehen? Was zum Teufel? So. Halt wieder vom Haus an. Der Typ da ist weg. Müssten doch eigentlich die Leute kommen. Ah, da sind sie ja. Okay, ich dachte schon. Okay, der eine ist dort. Wo ist der andere? Und der eine ist im Laden. Da sind beide, okay. Vielleicht den lautlosen Kill mit Bogen für den ganz hinten? Nee. Den lautlosen Kill mit Bogen möchte ich mir aufsparen für die, die nach dem Container kommen. Stimmt, ja. Da waren ja die vier wieder. Gegen diese zwei habe ich eigentlich kein Problem. Es gab hier noch was zu finden. Mir ist jetzt nicht so wichtig eigentlich, dass ich es jetzt sofort einsammle, aber... Voll, dass ich es schaffe. Okay. Ich muss von der linken Seite kommen, weil rechts steht auch noch einer oben.
getriggert sollten sie sein. Mal gucken. Da sind sie auf jeden Fall schon. Gut. Okay, sie kommen. Verdammt, verfehlt. Ich sehe nur zwei von drei. Da ist der dritte. Okay. Und er hat mich gesehen. Wie viele sind noch übrig? Nur noch der eine? Zwei. Ist das jetzt schon die große Banner? Ja. Okay. Bitte nicht, er kann nicht weit sein. Gott, ich könnte dich vielleicht kriegen. Gut aus. Komm schon, greifen, danke. Scheiße, da hinten ist direkt der nächste. Okay, er hat mich nicht bemerkt.
hat auch noch nicht nach seinem Kumpel gefragt. Mich wundert, dass Joe sich nicht irgendwie die Hände unterkühlt, wenn er die ganze Zeit an das Metall fasst. Tja. Ich meine, normalerweise müssten jetzt so die ersten paar Hautschichten abgefroren sein. Wird's wahrscheinlich. Ein bisschen weh. Aber es ist echt schön, je nachdem wie hoch die Schwierigkeit gerade spielt man das Spiel komplett anders. Oder hinten ist er. Die meisten Leute rennen ja dann einfach nur durch auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden, gell? Ja. Was ich halt richtig schlimm finde, ist die Leute, die halt trotz dem Lauschmodus kaum damit klarkommen, die vernünftig die ganzen Dinger erledigen. Ich meine, wenn du schon genau angezeigt bekommst, wo sich der Gegner befindet. Ja. Das ist halt so, da darfst du ihn töten. Einfacher geht es nicht. Ist halt wirklich so. Deshalb, ich finde das super, dass es den hier gar nicht gibt. Ich dachte eigentlich, ich hätte kein Problem damit, das hier zu machen, wenn ich den Lauschmodus habe, aber da ich den Lauschmodus einfach nicht habe, ist es um einiges schwieriger. Weil ich hier halt jetzt auf pure Sicht arbeiten muss, dass ich den Gegner finde. Hinterm Stadtschild verschecken. Da werden sie garantiert nicht drauf schießen. Du Mistkerl! Gut. Der letzte war das. Kommen noch mal welche? Weiß ich nicht, es gab auf jeden Fall oben mal einen, ich weiß nicht, ob der noch da sitzt. Aber bis jetzt muss ich erstmal hier hingehen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du die Gegner mittlerweile halbwegs gut hinbekommst. Kommt ja wirklich nur drauf an, wie gut du mittlerweile schon die Pattern von denen kennst. Hm. Ich glaube, der Typ da oben ist weg. Ja. Was, dann war der mit in der Villa mit drin, okay. Ah, hier. Natürlich ist der Fall zerbrochen. Ich hasse euch. War das deiner? Hm. Ich hatte die Hoffnung, dass er vielleicht noch überlebt hätte, der Fall, und ich praktisch ihn nochmal benutzen könnte, aber nein. So, also der Typ da oben ist mit runtergesprungen. Das heißt, in dem muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass er von hinten kommt. Jetzt ist die Frage, kommen hier noch mehr Wellen? Vielleicht eine nochmal mit so zwei oder drei Gegnern. Weiß nicht. Gucken. Könnte schon sein. Guck mich jetzt erstmal hier ein bisschen um. Die Tatsache, dass er den Typen praktisch mit einem lauten Kill gekillt hat, zeigt mir eigentlich, dass es normalerweise der letzte ist. Man wäre aber auch selten dämlich, wenn man einfach jemanden so laut wie es geht tötet, wenn noch andere da sind. Das heißt nicht, dass die Welle nicht noch spawnen kann. Da oben zum Beispiel dieses Barrikade sieht sehr verdächtig aus. Vielleicht ist da doch welche hinter Eingängen oder so stehen und die nur auf dich warten. So, gucken wir mal. Okay, ich bin zum Mittag. Okay. Ich bin in 5 Minuten wieder da oder so. Alles klar.
Oh, das ist die Stelle, wo die anderen hergekommen sind. Okay, dann hätten wir hier noch den Ort. Gut, sieht relativ safe aus. Da ist eine offene Tür. Gut, ich denke mal... hat automatisch die Taschen... Oh, ich bewege mich gar nicht. Ah. Ellies Rucksack, ansehen. Okay. Was ist das? Was macht Ellies Zeug hier? Okay. 23.03. 224 Kilogramm. 10.04. 559 Kilogramm. 8.05. 2132 Kilogramm. 18.06. 2331 Kilogramm. Fette Beute. 19.09. 739 Kilogramm. 2.10. 139 Kilogramm. 5.11. 278 Kilogramm. 4.01. 319 Kilogramm. 5.3. 1546 Kilogramm. Schon besser. 27.04. 1278 Kilogramm. 30.05. 1927 Kilogramm. 9.06. 875 Kilogramm. 26.07. 683 Kilogramm. 5.08. 412 Kilogramm. 23.09. 109 Kilogramm. Das muss besser werden. 11.10. 138 Kilogramm. Ja. Fleischliste. Die Frage ist, was für Fleisch? Ich meine, es kann durchaus sein, dass sie auch wild gejagt haben, aber es wird höchstwahrscheinlich auch ein Großteil Menschenfleisch gewesen sein. Wo kann ich denn jetzt hier weiter? Hä? Du musst der Tür nicht wieder raus. Ach so, ich kann hier durch die... Das sind solche Durchlauf-Dinger. Ah. Okay. Oh Gott. Ja, bezüglich Kilogramm. Ich muss sie finden. Sie finden. Longpick. so. Nichts. Nichts. Okay. Na dann. Oh, Scheiße. Ellie. Die Machete. Und ob wir die so leicht kriegen? Natürlich nicht. Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Gesagt sein. Du hast nicht einmal, wozu ich fähig bin.
bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier! Hier! Ich bin's! Er wollte mich! Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay.